Ich darf Ihnen zunächst einmal unsere Panel-Teilnehmer kurz vorstellen und ich würde gerne mit Herrn Adam Bird beginnen. Adam ist Geschäftsführer, ich glaube präzise sagt man das, Senior-Partner und Director bei McKinsey & Company, verantwortlich für das europäische Mediengeschäft. Warst viele Jahre bei Bruce Allen in der Beratung als Senior-Partner und Geschäftsführer und warst auch davor Mitbegründer von Bossart Consultants. Berätst viele große Medienunternehmen in Europa, weltweit, sowohl im klassischen Bereich, aber auch viel im Digitalbereich und kannst uns vielleicht heute auch davon eine Reihe von Informationen geben, die du da sozusagen siehst. Rechts davon sitzt Andi Tümmler. Herr Tümmler ist Begründer der Corporate Finance Partners in Frankfurt. Ich habe ihm das gesagt, Mr. Sellout Germany. Es gibt niemand, der so viele erfolgreiche Transaktionen von Firmenkäufen in diesem Segment gemacht hat wie Herr Tümmler. Natürlich nicht nur, das haben Sie mir gestern gesagt, nach Amerika, sondern auch innerhalb von Deutschland, großen Transaktionen Zanox an Axel Springer. Sie haben sehr viel für Bigpoint gemacht, aber auch viele internationale Transaktionen und vom Transaktionsvolumen entsprechend auch wahrscheinlich in Deutschland die Nummer 1 von den Deals, die wir im Internet entsprechend sehen. Daneben sitzt Herr Dr. Patt, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute gekommen sind. Herr Dr. Patt ist nach einer Tätigkeit als Berater von fast 5 Jahren, Roland Berger und Partner, Gründer der Zoo Plus geworden, eine der wirklich großen Erfolgsstories im Internet, eine Firma, einen Category Killer, der über viele Jahre keine einfache Geburt hatte, sie hatten auch schwierige Zeiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe in unserer Vorbesprechung, 2-mal war das Unternehmen auch knapp voraus in der Wachstumsstory. Heute eine Firma, die 2010 im Internet 194 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr gemacht hat, Gesamtleistung erzielt hat und Sie haben gerade Ihre Zahlen bekannt gegeben und die haben eine Gesamtleistung wieder ein Plus von 37% gegenüber Vorjahr entsprechend gezeigt. Also eine wirkliche Erfolgsstory und freue mich sehr, dass Sie hier sind. Daneben ist Professor Martin Spann. Martin, du hast in Passau sozusagen deinen ersten Lehrstuhl angetreten als eine der jüngsten deutschen Universitätsprofessoren, bist jetzt hier an der LMU für den E-Commerce-Lehrstuhl verantwortlich und bist aber auch sehr viel in Amerika. Du bist eine der Wissenschaftler in Deutschland, die auch in amerikanischen Fachzeitschriften über E-Commerce, über digitale Informationen sehr viel veröffentlicht hat und hast auch viele Forschungsaufenthalte gehabt. Kalifornische University of California, auf Southern California. Und ich würde vor allem gerne heute etwas erfahren darüber, was deine Erfahrung mit amerikanischen Studenten ist. Warum reden alle Welt davon, dass Silicon Valley so gute Leute hat, so viele gute Engineers, so gute Kaufleute hat und wir nicht? Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen von deinen Erfahrungen sharen. Dann haben wir last but definitely not least Herrn Professor Konrad Hilbers, den ich heute als Vollblut-Unternehmer eingeladen habe. Konrad Hilbers hat zunächst nach einem Start bei Bertelsmann in der zentralen Unternehmensentwicklung viele Jahre in der Bertelsmann-Organisation in Amerika gearbeitet, unter anderem als CFO für Bentley Doubleday, aber ganz wichtig auch als CEO von Naspers, was ja wirklich eine der großen Stories 2001, 2002 war. Und sie haben dann waren dann viele Jahre bei Home Shopping Europe tätig, entsprechend als CEO. Und sind 2007 als CEO zur Quelle gegangen, zu einer Phase, in der das Unternehmen eigentlich in den Bilanzen schon sehr, sehr schlechte Zahlen hat. Aber sie haben sich trotzdem entschieden, diesen Move zu machen. Und ich würde gerne vor allem mit Ihnen darüber sprechen, welche Erfahrungen Sie als Unternehmer gesammelt haben und was sich auf der unternehmerischen Seite verändern muss, damit wir hier in Europa substanzielle Internetunternehmen bauen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, darf ich meinen Kollegen Marc Alhammes einmal uns kurz bitten, uns in 5 bis 6 Minuten einen Überblick über die aktuelle Situation im Internet zu geben, wo wir in der Schlacht mit unseren amerikanischen Wettbewerbern stehen. Vielen Dank. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich einen vollständigen Überblick gebe, sondern eher den Anspruch, euch und Ihnen 10 Impulse in die Diskussion zu geben, 10 Fakten, die vielleicht zum Anregen und zum Diskutieren nachdenken. Ich würde gerne mit einer Zahl anfangen, mit einer Null.
Wenn wir einmal in die reichweitenstärksten Internetseiten der Welt schauen, dann finden wir in den Top 150 null deutsche Unternehmen. Null. Das heißt nicht, dass wir Deutschen das Internet nicht nutzen. Es gibt durchaus ein paar deutsche Angebote. Das sind bloß amerikanische Unternehmen. Wir haben auf Platz 20 eine Google, wir haben auf Platz 73 eine eBay und wir haben auf Platz 96 eine Amazon. Die erste Seite, das ist hier das Alexa-Ranking, die weltweit wirklich von Relevanz ist, ist dann spiegel.de, die auf Platz 152 kommt. Und wenn ich einen ersten Impuls hineingeben darf, müssen wir, glaube ich, hier die Frage stellen, sind deutsche Angebote im Internet überhaupt relevant? Ich würde gerne eine 25 als Impuls mitgeben, als vielleicht eine Erklärung für die Ursache. In Amerika wurden 2010 25 Mal mehr Venture Capital eingesammelt. Das ist nicht Internet only, das ist über alle Branchen. In den USA ca. 9 Milliarden, jetzt ca. 350 Millionen. Ich glaube, es ist eine Frage, die wir diskutieren müssen. Haben wir die richtigen Startvoraussetzungen? Ich würde gerne eine größere Zahl in den Raum stellen. 800 Millionen US-Dollar, das ist die Zahl, die man nennt, die Steve Jobs geboten hat, um Dropbox zu kaufen. Es ist natürlich nur ein Gerücht, ob die wahr ist oder nicht, darüber kann man streiten, aber die Zahl ist auf jeden Fall ausgeschlagen worden. Und es gibt mehrere solcher Zahlen, wenn wir mal nach Amerika rüber gucken. Man sagt, dass Facebook in den Anfängen irgendwann mal Angebot hat, über 800 Millionen Dollar bis hoch zu 3 Milliarden von eigentlich allen großen Playern. Man sagt, dass Groupon mal ein Angebot hatte von Google über 6 Milliarden. All diese Angebote wurden abgeschlagen. Und da frage ich mich, haben wir in Deutschland eigentlich die Gründer, die bei solchen Zahlen stehen bleiben und sagen einem Steve Jobs im Gespräch, ich finde dich toll, ich finde deine Firma toll, aber ich will selbst was richtig Großes bauen? Wenn wir einmal auf den Wettbewerb in Deutschland eingucken, dann haben wir eine 69%. Das ist die Online-Werbeausgaben in Deutschland in 2011 in Milliarden Euro. Die Tomofocus, wir sind aktiv in dieser 1,1 Milliarden Display-Werbung. Und wir nehmen für uns da auch stolz in Anspruch, eigentlich da abwechselnd mit der Telekom Marktführer zu sein. Wir sind immer wieder der erste und zweitgrößte Online-Vermarkter in Deutschland im Display-Bereich. Wenn wir den Gesamt-Online-Werbemarkt sehen, müssen wir fairerweise aber sagen, es gibt da noch einen anderen Player, der hat 2,5 Milliarden Werbung und das ist Google. Jetzt kann man drüber streiten, ist das alles nur Google, aber 70% der Online-Werbedollar, die in Europa, in Deutschland ausgegeben werden, gehen an diesem Markt vorbei. Da müssen wir uns auch fragen, haben wir damals eigentlich die Wettbewerber richtig und rechtzeitig gesehen, während wir uns eben mit einer Telekom ein Wettrennen liefern, ob wir Nummer 1 sind oder Nummer 2, kommt da jemand anders mit ganz anderen Größenordnungen. Und ich würde gerne eine 8 in die Diskussion stellen. 8-mal mehr verdient Google ungefähr an einem User als ein deutsches Nachrichtenportal. Im Schnitt liegt das irgendwo zwischen 1 und 3 Euro, die wir pro User im Jahr bekommen, wenn wir Nachrichten produzieren. Google verdient irgendwo zwischen 17 und 20 Euro. Mit Facebook liegt dazwischen. Mal schauen, ob die es schaffen, ihren Wert wirklich hochzutreiben. Aber wir müssen uns dann natürlich fragen, verfolgen wir die richtige Strategie, monetarisieren wir unsere Inhalte richtig? Und ich würde gerne eine 11 in den Raum stellen. 11-mal mehr Nutzer konnte LinkedIn einsammeln im Vergleich zu Xing. Beide sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gestartet. Und aus unserem eigenen Haus daneben eine Holiday Check im Vergleich zu TripAdvisor, ähnliches Geschäftsmodell. Eine TripAdvisor hat heute 5-mal mehr Bewertungen auf der Plattform als eine Holiday Check, auch zum gleichen Zeitpunkt gestartet. Die haben schneller internationalisiert, die hatten einen anderen Heimatmarkt. Aber da müssen wir uns auch fragen, sind wir da eigentlich aggressiv genug? Hätten wir mit einer Holiday-Check schon 2008 richtig aggressiv ins Ausland gehen sollen, um genauso viel Bewertung einzusammeln, haben wir da den Mut, richtig voranzukommen? Nach all diesen Zahlen, und da kann man dann streiten, sind es 10% mehr, sind es 10% weniger, sind es denn die richtigen Fakten? Aber es sind Zahlen, die erschrecken sollen. Kommt in mir der Optimist immer wieder durch, der ich bin, und ich kann nicht glauben, dass das Internet langfristig von 3 oder 4 amerikanischen Konzernen dominiert werden wird, was das Geld verdienen angeht. Und ich würde deswegen gerne ein paar positive Beispiele bringen, auch wenn die nicht aus der Internetwelt sind. Deutschland, und das gilt analog auch für Europa, ist durchaus innovativ. Wir haben pro 1 Million Einwohner 30% mehr Patentanmeldungen.
die sind jetzt vielleicht nicht im Internetbereich, aber die zeigen, wir haben Schaffenskraft, wir sind innovativ, wir haben Ideen, wir können die patentieren. Und ich glaube, hier sollten wir uns die Frage stellen, wie bringen wir diese Innovationsfähigkeit auch ins Internet? Wie setzen wir das dort um, um dort auch innovative, schnelle Unternehmen zu gründen? Wir haben durchaus auch Erfahrungen, und das ist ein europäisches Beispiel, darin Marktanteile aufzuholen und aus einer Position des zweiten, dritten oder nicht vorhandenen Wettbewerbs wirklich etwas Substanzielles aufzubauen. Ich denke, Airbus ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Vor etwas über 10 Jahren hatte Airbus gerade mal 25% Anteil an ausgelieferten Flugzeugen. Wenn wir jetzt in 2010 zurückgucken, stellen wir fest, dass Airbus inzwischen Marktführer ist. Und ich glaube, hier müssen wir uns fragen, was müssen wir denn eigentlich tun, um substanzielle europäische Marken zu gründen und hier Marktanteile zurückzugewinnen? Flugzeug ist ein Beispiel, es ist immer wieder bekannt, die berühmten Hidden Champions, die berühmten Weltmarktführer. Es gibt hunderte Unternehmen in Deutschland, es gibt hunderte Unternehmen in Europa, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Und hier sollten wir schauen, wie können wir das auch im Internet aufbauen. Und zuletzt möchte ich gerne noch etwas zur Aggressivität, wie man vorgehen kann, zeigen. Volkswagen 2008 Nummer 3 nach Rang der Anzahl produzierten Pkw, 2009 Nummer 2 hat das klare Ziel ausgegeben, hat das öffentlich verkündet und hat die Brücken im Grunde genommen nach hinten zerschlagen und gesagt, 2018 sind wir die Nummer 1. Nicht nach irgendwelchen komischen Definitionen, nicht in irgendeinem kleinen Markt, wir sind Nummer 1 nach Anzahl produzierter Autos weltweit. Es gibt also durchaus Firmen in Europa, die aggressive, ambitionierte Ansprüche haben. Und wir sollten uns fragen, können wir uns solche ambitionierten Ansprüche auch stellen im Internet? Können wir nicht auch solche Marken bauen? Das muss ja nicht in einem Jahr sein. 2018 ist noch eine ganze Weile. Aber sollte uns das nicht Mut geben? Und damit würde ich gerne wieder zurück zum Panel geben mit der Eingangsfrage, deutsche Internetunternehmen vor dem Aus, übernehmen uns Google, Facebook und Co. Oder wie können wir auch im Internet schlagkräftige deutsche und europäische Firmen aufbauen? Genau. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ein Teilnehmer ist heute erkrankt, Stefan Groß-Seebeck. Das wollte ich gerade noch erwähnen, weil die Sing-Zahlen da war, hat drei kleine Kinder und ein Kind hat hohes Fieber mit nach Hause gebracht und er liegt seit 3 Tagen mit hohem Fieber im Bett. Deswegen wirklich nochmal gute Besserung von hier aus, der jetzt leider nicht teilnehmen konnte und Herr Justus hat da kurzfristig abgesagt. Ich würde gerne mit der ersten Fragerunde beginnen und würde jeden von Ihnen sozusagen eine Frage stellen und dann öffnen wir das Panel und freue mich auf eine rege Diskussion der Panel-Teilnehmer. Wir werden natürlich auch genügend Fragezeit lassen, falls Sie Fragen haben. Mikrofon ist aufgestellt am Ende der Veranstaltung. Adam, wenn man sich das eigentlich mal anschaut, du bist bei McKinsey, wie ich eben sagte, für viele im Medienbereich unterwegs, im Digitalbereich unterwegs. Europa, Amerika, wenn du mal die große Perspektive machst, wie sieht dein Bild eigentlich aus 12.000 Meter Höhe, wenn du vom Flugzeug auf diese Karte schaust? Okay, danke Stefan. Guten Abend, guten Tag. Also ich glaube, es ist extrem deutlich, dass mit Silicon Valley, also mein Heimatland USA, hat ein extrem erfolgreiches Modell entwickelt. Also die Komponenten sind ziemlich klar. Einmal ist die Ausbildung. Also Stanford etc., Sie kennen die Geschichten da. Das entwickelt ein Talentpool, die nicht nur amerikanisch ist, sondern sehr international. Die Marke Silicon Valley zieht Leute an. Also if you can make it in Silicon Valley, you can make it anywhere. Sie haben eine unglaubliche Infrastruktur, die Zugang zu Kapital und vor allem Know-how von Leuten, die das schon mal gemacht haben, ist gewaltig. Und natürlich, die Amerikaner haben den Vorteil von einem sehr, sehr großen heimischen Markt. Muss man nicht unterschätzen. Und letztlich, es gibt etwas an die Kultur in Silicon Valley. Sie sind sicher dort gewesen. Ich finde es immer interessant, die unglaubliche Fluss von Ideen. Und vor allem eine gewisse Paranoia. Man muss nicht die Letzte sein. Und ich finde es interessant, wenn man schaut, Unternehmen, die nicht in Silicon Valley sind, Nokia, RIM, teilweise SAP, die haben gewaltige technologische Sprünge verpasst. Also das ist das Modell, das läuft. Und das erlaubt drei Sachen. Erstens, eine unglaubliche Schnelligkeit.
unglaubliche Schnelligkeit. Ich bin immer überrascht, wenn ich dort bin. Die sind schon auf die nächste Idee. Eine von meinen Medienklienten in einer Diskussion mit Silicon Valley-Leuten hat gesagt, ich verstehe euch nicht, ihr habt immer eine gute Geschichte, aber es gibt nie ein Ende. Und es gibt was dran. Dritter Aspekt ist die Skalierbarkeit. Dass die können skalieren mit dieser Schnelligkeit. Und vor allem, was ist neu in die letzten 5 bis 10 Jahre oder 9 Jahre, ist die Globalisierung. Wenn man vergleicht die Globalisierung von Google mit der Globalisierung von Facebook, ist es viel, viel schneller gelaufen mit Facebook. Und letztlich, die haben durch diese Effekte Modelle entwickelt, die extrem cash-generative sind. Und man merkt, dass die Stärken, die Silicon Valley hat, werden dadurch verstärkt. Zum Beispiel, was man merkt, ist, dass sobald es man ein skalierbares Modell hat wie Google oder wie Apple hat 76 Milliarden Dollar Cash, Google hat 39 Milliarden Dollar Cash nach Motorola und man hat die ganze Angel Investors, die reich sind. Also dieser Kapitalvorteil wird größer und größer. Und dadurch, wenn Sie schaut, Mary Meeker hat gerade eine Liste von den Mega-Leaders, also Internetunternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 5 Milliarden Dollar, 15 von 25 sind Amerikaner. Okay, so viel zu Amerika. Darf ich kurz weiter? Go ahead. Okay. How can we change it? Wie siehst du Europa? Also die Frage. Ja, Europa und dann kommen wir zu Europa. Ist es over? Also ganz und gar nicht. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir haben sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen hier, Internetunternehmen in Europa. Ich nenne nur ein paar. Skype, Stardoll, Last.fm, Spotify, Deezer, Yandex, Soundcloud, Shazam, Mail.ru. Man muss auch nicht vergessen, die Chinesen. Wir reden über Europa, aber von Mary Meekers Top 25, es gibt eine Reihe von Chinesen, 2 in den Top 10, Baidu, Tencent, aber man muss Alibaba, Sine.com etc. Also es gibt Leute, die haben das geschafft, selbst als Nicht-Amerikaner. Was zeichnet diese Unternehmen aus? Also ich würde 4 Sachen erläutern. Einmal, die haben teilweise Geschäftsmodelle mit sehr, sehr hohen Netzwerkeffekten. Also Skype ist ein perfektes Beispiel. Also Skype ist sehr, sehr schnell globalisiert. Zweitens, die haben einfach schlichtweg schneller und teilweise besser US-Modelle kopiert. Und die haben das teilweise gemacht in Märkten mit einer gewissen Größe. Also das merkt man bei den Chinesen zum Beispiel oder sogar die Russen. Drittens, die haben einfach schlicht gute, innovative Konzepte. Also Zooplus. Wir haben Stardoll, Spotify und viertens, die könnten sich wirklich gut adaptieren an die lokalen Verhältnisse. Also das kann regulativ sein, das kann einfach lokale Bedürfnisse besser verstehen und die haben relativ früh internationalisiert. Und Ende des Tages, das zeigt, dass das möglich ist, man muss nicht zu negativ sein. Und für mich, ich habe gar nichts, und das ist vielleicht das Geschäft von Herrn Tümmler, ist, es gibt nichts Schlechtes, ein tolles Unternehmen für eine gute Marktwert zu verkaufen. Das gesagt, für mich, es gibt 2 Fragen für uns hier, dass wir vielleicht debattieren können in dem Panel neben, was Marc schon erzählt hat. Ist einmal, haben wir genügend am Anfang des Pipeline, haben wir genügend Startups hier? Und drittens, gibt es einen besseren Weg, dass wir können die jetzige Internetunternehmen skalieren? Danke für den Blick. Dr. Patt, wenn ich jetzt sozusagen mal die Zooplus als Beispiel rausnehme, Sie machen das seit 1999, also eine sehr lange Zeit. Und die Firma war ja eine schwierige Zeit, in der Sie gestartet sind. Sie haben die Web 1.0-Krise 2000, 2001 haben Sie voll erwischt. Was ist sozusagen Ihr Erfolgsgeheimnis? Was haben Sie als erfolgreicher Unternehmer, der einen europäischen Category Killer baut, was haben Sie anders gemacht? Ja, wenn wir so von den 4 Punkten, die eben zu hören waren, haben wir glaube ich nur 2 hinbekommen.
Wir haben Geschäftsmodell kopiert, haben wahrscheinlich das denkbar schlechteste Geschäftsmodell uns ausgewählt zum damaligen Zeitpunkt beim Kopieren. Nämlich Pets.com kopiert, das Unternehmen, das grandios eingeleitet hat, den Crash der ersten Dotcom-Bubble. Wir mussten zu dem Zeitpunkt, 6 Monate nach dem Crash von Pets.com, tatsächlich eine Finanzierungsrunde abschließen. Das war nicht wirklich einfach, das zu schaffen. Wir haben zwei Dinge eben richtig gemacht. Wir haben zum einen sehr früh internationalisiert. Das ist richtig und das ist auch das, was ich als das Hauptproblem sehe in der deutschen Internetindustrie, dass man sich von vornherein beschränkt auf einen Markt, nämlich auf den deutschen Markt, und meint, das reicht aus. Damit geht man eigentlich automatisch in eine sehr defensive Position rein und man sagt nämlich eigentlich, ich bin hier, ich bin ein lokaler Champion, ich möchte aber eigentlich aufgekauft werden. Es ist auch eine legitime Strategie, aber es zeigt von vornherein, dass man eigentlich eine ganz andere Ambition reinbringt, nämlich eine des taktischen Mitspielers, aber nicht des strategischen Spielers, der eigentlich die entsprechende Nische global dominieren möchte. Das kann bei unserer Nische sagen, wir dominieren sie global. Die Frage ist natürlich auch, wie viel habe ich davon? Ich befinde mich natürlich in einer sehr, sehr kleinen Nische. Aber das ist eine Sache, die über die Zeit, und das ist für uns sehr, sehr erfreulich, sehe ich immer stärker relativiert. Wir hatten eingangs in der Startphase von Zuplus Diskussionen mit unseren Investoren, ob es bei 25 Millionen Euro Umsatz so etwas eine Glass-Ceiling gibt. In diesem Jahr machen wir eben 250 Millionen Umsatz. Und das sind Dinge, die uns sehr freuen, die aber auch gleichzeitig zeigen, dass auch ein europäisiertes Nischenunternehmen immer noch eine ganz, ganz, ganz kleine Nummer ist. Das merkt man, wenn man die Cash-Position von Google mit der Cash-Position von Zuplus vergleicht. Die haben dann halt einfach 2000 Mal mehr Geld als wir. Und das ist schon ein Witz, uns fast in einem Atemzug zu nennen. Trotzdem sind wir mit unserer ziemlich bescheidenen Größe im internationalen Maßstab, im nationalen, deutschen Maßstab, jetzt als S-DAX-Unternehmen, sicher eine der nennenswerten Geschichten, die sich im deutschen Internet abspielen. Und das zeigt einfach, dass wir diesen größten Nachteil nie wirklich kompensieren können. Gab es da ein Erfolgsgeheimnis, von dem Sie sagen, wenn Sie drauf gucken, jetzt mit über 12 Jahren Interneterfahrung, warum Zuplus sozusagen erfolgreicher war als viele? Sie haben ja hunderte von Internetunternehmen gesehen in der Zeit, die es nicht geschafft haben. Haben Sie irgendwie so ein Erfolgsgeheimnis, was Sie sagen, das haben wir wirklich anders gemacht? Ist es die Fokussierung auf die Nische? Ja, also wir haben keine Veränderung am Geschäftsmodell vorgenommen. Eine Sache, die viel Stabilität geschaffen hat. Und wir waren gerade noch klug genug, um im Timing entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Denn eigentlich war der erste Dotcom-Boom gut. Er hatte einen entscheidenden Makel. Er hat die User einfach noch nicht mitgenommen. Es war schlichtweg der Verbrauchermarkt noch nicht so weit. B2C funktionierte nicht in der Breite. Und viele, viele Firmen haben einfach wahnsinnig viel Geld verbrannt, weil sie zu früh Märkte bearbeitet haben, die noch nicht aufnahmefähig waren. Wir hatten das große Glück, dass wir rechtzeitig noch uns ein Minimum an Reserve aufgespart haben, um dann in Wachstumsraten von 10-30% über 2-3 Jahre einmal so ein bisschen durchzuwintern. Dann kam 2003, 2004 der deutsche Markt in Schwung und wir stellen jetzt zu unserer großen Überraschung fest, dass wir 10 Jahre nach der Gründung von Zuplus in Deutschland nach wie vor Märkte finden, in die wir reingehen können und relativ schnell Marktführer werden. Und wir sehen, dass diese Märkte sich heute aber viel, viel schneller entwickeln, als sich damals der deutsche Markt entwickelt hat. Dann sagen die Leute, ja, wenn ich das jetzt logisch durchdenke, heißt das doch eigentlich, warte möglichst lange, denn scheinbar wird es immer später immer einfacher, ein Geschäftsmodell hochzuziehen. Und das ist jetzt eigentlich die absolute Gegenthese zu dem, wie die US-amerikanischen Companies vorgehen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Man muss beim Timing richtig liegen. Wir haben es geschafft und wir waren uns eben nicht zu schade, in die entsprechenden Nischenmärkte auch reinzugehen. Es macht nun mal Arbeit, nicht nur eine Webseite in 13 Sprachen zu übersetzen, sondern auch ein Customer Care in 13 Sprachen zu organisieren. Es macht auch Arbeit, mit insgesamt 25 verschiedenen europäischen Zustellern die Ware tatsächlich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber das ist eine Sache, die uns, glaube ich, auszeichnet. Wir haben unsere Nische eigentlich sozusagen zu lieben gelernt und wir haben sie dann eigentlich auch mit keinem teilen wollen. Und in dem Sinne sind wir im Kleinen natürlich dem gleichen Konzept gefolgt, dass Google, Amazon oder andere vormachen, eine Sache machen, aber bei der eigentlich auch sozusagen nicht
irgendetwas mit anderen teilen, sondern versuchen, alles an sich zu reißen. Super, vielen Dank. Martin, wir haben eben gehört, Silicon Valley, Adam hat es als Beispiel gesagt. Und nämlich dieses Jahr auf dem World Economic Forum hat der Harvard Admission Manager, der sozusagen die Zulassung in Harvard steuert, gesagt, wenn wir ausschließlich nach Leistung bewerten würden in Harvard, wären heute die 100% unserer Studenten in Harvard aus Asien. Und wenn man, wir waren vor 3 Wochen im Silicon Valley, in Stanford auf dem Campus, wenn man sich das anschaut, dann ist das heute ein Multikulti-Geflecht aus glaube ich, 180 Nationen, die sozusagen in Stanford Technologie studieren und andere Dinge. Wenn du das jetzt mal siehst mit deiner Tätigkeit hier in München, an der LMU mit den Studenten dort, dass man vergleicht mit den Studentensituationen, die du in Amerika erlebt hast. Was ist da deine Analyse? Wo sind wir stark auf dem Ausbildungssektor? Wo haben wir Verbesserungsbereiche? Also wenn ich das jetzt vergleiche, dann vielleicht ganz kurz noch zur deutschen Uni. Die deutsche Uni hat oder in Deutschland das System hat eine sehr starke Veränderung in den letzten 15 Jahren erfahren. Sie haben es ja alle in der Presse erlebt, die Diskussion über Bachelor- und Master-Studiengänge. Und das kann man, darüber kann man denken, was man möchte, aber es gab jetzt nicht 2 wesentliche Effekte in dieser Umstellung, zumindest für die Betriebswirtschaftslehre. Zum einen sind die Absolventen wesentlich jünger, da hilft natürlich auch das G8. Das heißt also, wir haben Bachelor-Absolventen und Absolventinnen, die 22 Jahre alt sind. Und das ermöglicht natürlich einen ganz anderen Zugang zum Thema Risiko und zum Thema also Wagnis einer Unternehmensgründung. Und wenn ich jetzt einfach aus meinem Umfeld betrachte, was mir Studierende erzählen, dann ist das ein starkes Thema und viele probieren das auch, weil mit 22 kann ich etwas wagen, was ich vielleicht mit 27 noch nicht gewagt habe. Also das ist sicherlich ein positiver Effekt, den wir sehen, es gibt auch jede Menge Förderprogramme. Das zweite ist, dass wir stärker internationalisiert haben in den Studiengängen, das heißt unser Masterstudiengang ist zu 87% englischsprachig und das führt dazu auch, dass unsere Studierenden internationaler werden, das sehen wir auch in den Zulassungsgesprächen und das führt vielleicht dazu, dass wir einen ähnlichen Effekt haben, nicht so stark wie in Amerika, aber dass wir eben auch noch ein bisschen stärker Talent auch von anderswo anziehen. Heißt also, dass wir vermeintliche Nachteile, die man vielleicht noch vor 20 Jahren in deutschen Unis angehalten hätte, eigentlich ausgeglichen haben. Wir haben junge, risikobereite Absolventen und auch eine stärker internationalisierte Basis. Und in der Lehre, natürlich können wir gerne mithalten, aber strukturell haben wir natürlich einen Nachteil. Es macht natürlich einen Unterschied, ob Studierende noch $30.000 pro Jahr für ihr Studium hinzuzahlen, im Gegensatz zu eben 0 oder 500 Euro. Den Ressourcennachteil können wir nie ganz sozusagen ausgleichen, aber ich glaube, wir können ihn schon zu 97% ausgleichen. Wenn du auf die Qualität der Studenten mal drauf guckst und die Qualität der Ausbildung, die du sozusagen in deinen Forschungsaufenthalten in Amerika, in Kalifornien gesehen hast, und das jetzt mal nicht jetzt vielleicht auf deinen Lehrstuhl beziehst, sondern auf die Ausbildung von technologieorientierten Menschen, Internetunternehmen, Internetmenschen in diesem Land, wie würdest du das bewerten? Was hast du in Amerika gefunden, was du dort besser fandst? Was siehst du in Deutschland denn? Also jetzt habe ich natürlich auch nur 2 bestimmte Fälle. Ich kenne eben den sehr starken kalifornischen Fall, da war ich einmal an der UCLA, einmal an der UC. Und das ist natürlich ein Umfeld, wo man sehr viele Technologieunternehmen hat, die dann als Gastreferenten an der Uni sein können, auch Gründer und da ihre Erfahrungen vermitteln. Das ist, denke ich mal, in München vielleicht jetzt ein kleinerer Scale, aber im Prinzip nicht grundsätzlich anders. Das heißt, also da sehe ich auch jetzt keinen wesentlichen Unterschied. In der Ausbildung war ich dort an Business Schools, das heißt, da habe ich eben die Business School Ausbildung gesehen und kann jetzt nicht beurteilen, wie weit in der Bachelor-Masse hier die Ausbildung ist. Und ich könnte mir vorstellen, ist zumindest meine Vermutung, dass wir in der Bachelor-Ausbildung spezifischer, analytischer herangehen und weniger allgemein sind als dort in der Bachelor-Ausbildung. Also, und das ist natürlich eine These, da kann man mir gerne widersprechen, dass unsere Bachelor-Absolventen, Absolventinnen einfach schon näher und analytischer geschult sind, was jetzt vielleicht sozusagen die Kenntnisse bedingt für eine Unternehmensgründung als vielleicht ein Bachelor-Absolvent der UCLA. Oder kann man mir gerne auch widersprechen. Okay, vielen Dank. Herr Professor Hilbers, wir beide haben uns kennengelernt, ich glaube Anfang 2008, da waren Sie CEO bei der Quelle und Sie hatten damals in dem Gespräch auch gesagt, ja, Herr Winters, da ist ein Risiko drin, dass die Quelle vor die Wand fährt. Oder dass, wenn Sie sich die Bilanz angucken, die waren ja damals öffentlich im Karstadt-Konzern, dass es einfach Risiken gibt, die waren ja aufgeführt unter Risiken und Lage drin. Und Sie haben sich aber trotzdem entschieden, das unternehmerisch zu machen, weil Sie gesagt haben, ich glaube daran, dass man dort was machen kann.
und haben es durchgefahren, haben auch die ganzen Schmerzen erlebt, was anschließend passiert sind. Ja, und dann ist das passiert, was man eigentlich gar nicht denkt, denn sie sind weiter im Geschäft und das kräftig an verschiedenen Stellen, weil sie einfach einen unternehmerischen Spirit haben. Aber wenn sie sich mit vielen jungen Hochschulabsolventen unterhalten, dann gehen die lieber zu BMW, weil da Sicherheit ist und weil die nicht den unternehmerischen Mumm haben, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie Angst haben, nachher einen Gesichtsverlust zu haben, vielleicht einen finanziellen Verlust und auch entsprechend dort gemieden werden. Was sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie das jetzt mal Revue passieren lassen, auch mit Ihnen Ihrer Erfahrung in Amerika, die Sie gesammelt haben mit den Menschen dort in den verschiedenen Firmen. Wie ist die Kultur, wie empfinden Sie das, was Unternehmer angeht, was Gründer angeht und das Verhalten angeht? Ich will das jetzt nicht übertreiben, mein unternehmerisches Engagement war auch basierend auf zunächst mal dem Einstiegsgehalt bei Bertelsmann nach BWL-Studium, wie alle, erstmal zu einem Konzern gegangen und ich weiß nicht, was das Anstiegsgehalt war, aber zunächst mal ein paar Jahre lang Sicherheit, Familie, Kinder etc. Das ist eine ganz andere Laufbahn, als man sie in Amerika wahrscheinlich anstrebt oder die Menschen, die ich in Amerika kennengelernt habe, wie Sean Fanning zum Beispiel bei Napster, der sein Studium abgebrochen hat für diese Idee, die er da entwickelt hat. Der hatte einen Onkel, der ihm die ersten 200.000 dafür gegeben hat für die Idee. Das habe ich eigentlich, ist mir das in meinem Studium, in meinem Jahrgang nicht begegnet. Die Leute haben bei Metro angefangen, bei BMW, bei Bertelsmann eben, so wie ich. Und haben, ich wüsste keinen aus meinem Studienjahrgang, der sich wirklich selbstständig gemacht hat und erfolgreich das gemacht hat. Ich glaube, da hat sich schon viel verändert. Ich weiß nicht, ob es am Bologna-Prozess liegt in Deutschland, aber man hört jetzt beispielsweise, dass von den Absolventenjahrgängen an der WHU 90% der Leute sich selbstständig machen wollen und Unternehmertum sich auf die Frage schreiben. Das war aber zu meiner Zeit viel weniger der Fall. Was ich sicher auch gelernt habe durch die Stationen, durch die ich da gegangen bin, bei Napster war das ja auch ein Harakiri-Unternehmen, als ich da eingestiegen bin, ähnlich wie bei der Quelle, ist, dass vielleicht der eine oder andere nicht den Mut gehabt hätte, dort einzusteigen, aber ich war ja auch wieder mit der Versicherungskarte Bertelsmann unterwegs, die so ein Engagement da möglich gemacht hat und abgesichert hat. Ich glaube schon, dass in Deutschland die Failure nicht so verziehen wird. Ja, dass man bei der nächsten Runde kein Geld mehr kriegt. Ja, das ist in Amerika anders. Das habe ich im Silicon Valley bei Sean Fanning beispielsweise. Als Napster beendet war, hatte der 3 Monate später die nächsten 5 Millionen, um das nächste Venture zu machen. Das hat dann etwas funktioniert. Danach hat er wieder was gemacht und wieder was gemacht. Also 3 Generationen später jetzt schon, hat auch 2 erfolgreiche Sachen gemacht und es geht weiter mit dem Unternehmertum. Das ist in Europa, glaube ich, und besonders in Deutschland ist das nicht so. Ja, wenn Sie schon einen Mietvertrag nicht kriegen, ohne dass ihre Eltern mitgarantieren, ja, und diese ganze Risikobereitschaft auch der Finanzierungswelt eine andere, glaube ich, ist als in den USA. Okay, vielen Dank. Herr Tümmer, wenn Sie mal draufschauen auf die Verkaufsprozesse, die Sie hatten. Sie haben viele Gründer beraten. Wir haben eben bei Mark Alhammes das Beispiel gehabt, in Amerika bleiben Gründer stehen, weil sie sagen, wir haben eine größere Vision, natürlich auch eine größere Bewertungsvision, die Sie glauben, vielleicht nachher realisieren zu können. Wenn Sie sich die Gründer mal anschauen, die Sie beraten haben, das sind ja jetzt nicht nur deutsche Gründer, Sie haben ja auch europaweite Transaktionen, internationale Transaktionen. Was ist da Ihr Eindruck, wenn Sie auf die Gründerszene heute mal drauf gucken mit den Gründern, die Sie sprechen? Sind die zu schnell exit-orientiert? Hauen die das Ding raus, sobald das erste Angebot kommt und los geht's? Also es ist nicht so, dass wir jetzt zu den Gründern hingehen und sagen, sell in May and walk away oder heu in die Scheune, sondern die kommen natürlich zu uns und sagen, was kann man denn jetzt machen, was kann man denn erlösen? Und diese Gründergeneration ist teilweise ja immer noch so mehr oder weniger die erste Generation. Das heißt, das sind alles Jungs, die von der Uni kommen, teilweise auch das Studium abgebrochen haben, die haben überhaupt gar keine Kohle, die sind völlig ausgehungert, wohnen in irgendwelchen WGs und wollen natürlich irgendwo so nach den ersten 3, 4, 5 Jahren, wo sie so ein Unternehmen aufgebaut haben, auch ihre Existenz sichern. Ja, brauchen die jetzt gleich 100 Millionen auf dem Bankkonto? Nee, also eine halbe Mio oder eine Mio tut es wahrscheinlich auch und dann ist der Grenznutzen geht eh gegen Null bei denen. Aber die sind auch ganz stark davon getrieben, die wollen auch alle quasi Business Angel oder Venture Capitalist sein. Das heißt, die sind so energetisch, die wollen eigentlich nicht nur ein Unternehmen gründen und hochziehen, sondern das wollen sie eigentlich machen, damit sie erstmal Geld kriegen und dass sie dann zum Beispiel 10 oder 20 oder 30 neue Startups mit anschieben können, inkubieren können, auch finanzieren können.
Und in dem Prozess sind wir. Das heißt, wir haben da so ein Time-Lag. Silicon Valley ist das alles, diese erste, zweite Welle durchgelaufen und ist schon viel weiter und wir arbeiten dran. Und jetzt gibt es halt seit ein, zwei Jahren vielleicht jetzt nicht nur zwei, drei Boygroups, die hier den Markt aufrollen, sondern 20, 30, ja, die irgendwie von relevant sind. Und wie hat sich das denn verändert, wenn Sie jetzt im Jahr 1998 sozusagen in diesem Geschäft, das ist auch eine lange Zeit, wenn Sie jetzt mal drauf gucken, die letzten 13 Jahre, und das, ein Beispiel haben Sie gerade genannt, was hat sich schon strukturell aus Ihrer Sicht verbessert oder verändert? Ja gut, die Geschäftsmodelle funktionieren jetzt, sie internationalisieren schneller, sie gehen gleich global. Ich sag mal, in Zeiten des neuen Markts waren halt total viele Spinner, Verbrecher, Idioten, Evangelisten unterwegs und die Banker und der ganze Markt hatte überhaupt gar keine Ahnung, ob das, was die jetzt sagen, halt wirklich wahr ist oder nicht. Und dann kam es halt zu einer Bubble und die ist jetzt wieder geplatzt. Und ich würde sagen, das hat sich komplett verändert. Also die Leute jetzt, die funktionieren schon zum größten Teil. Da gibt es natürlich auch Failures. Ich sag mal, bei den Verkaufsprozessen ist halt das große Problem, klar, die Amerikaner kaufen ziemlich viel, ja, also viele würden jetzt sagen, fast alles, es ist bei weitem nicht so. Das Problem ist, die haben halt verdammt viel Cash, ja, also allein die 10 größten Technologie-Internetunternehmen in den USA haben heute aktuell 300 Milliarden Dollar Cash auf dem Konto, über 70% davon im Ausland, also nicht in den USA, sondern beispielsweise in Europa. Die wissen gar nicht, wie die den Cash in die USA zurückkriegen sollen, also müssen sie was kaufen oder die Inflation wird es auffressen. Und ja. Ja. Den Cash möchte ich ganz kurz ja. loswerden, da sind wir auch selbst dran schuld, dass das so ist. Wir laufen auch in einem Zug der Lemminge jedem US-Trend hinterher. Meine Firma hat in den letzten 9 Monate die Kundenakquisitionskosten wieder von 16 Euro pro Account auf unter 10 Euro, in der Größenordnung von 9 Euro gebracht. Wie? Indem man einfach den ganzen Unsinn, der einem suggeriert wurde, die Werbeformate von Criteo über Facebook und sonst etwas, einfach abgestellt haben und gemerkt haben, da kommt nichts. Aber trotzdem, wo ja ein Online-Marketing-Manager, wenn er nicht in Facebook reingegangen ist, eine ganze Zeit lang sozusagen einfach ein Typ, der hinter Mond lebte. Und ich glaube, das ist eigentlich das Traurigste, dass das bisschen Cash, was wir haben, dann auch sozusagen noch ziemlich undifferenziert in Internetmoden reingesteckt wird. Das Wort Internetmoden ist für mich der richtige Stichwort. Ich habe mit Klaus Hommels, der sicherlich, Adam, viele von deinen Beispielen sind ja sozusagen Investments von Klaus Hommels gewesen, der einer der erfolgreichsten Investoren ist und auch ein ehemaliger Kollege von Ihnen bei AOL war. Ich habe mit Klaus Hommels immer wieder Diskussionen, der sagt, Internetunternehmen über 6 Jahre gibt es eigentlich nicht. Und wenn du eine Company hochgefahren hast, hau sie raus so schnell wie möglich, nimm die Kohle und renn. Das ist natürlich bei jemandem, der im VC-Bereich drin ist, und sozusagen ein Teil davon auch hat, dass er dreht, also Volumen dreht, ist das eine verständliche Positionierung. Aber meine Frage an Sie ist, ist da eigentlich etwas Wahres dran? Haben wir so hohe Innovationszyklen in diesem Bereich, dass es eigentlich nur Amerikanern strukturell gelingen kann, wenn sie in ihrem Markt einmal durchskaliert sind, dann auch über die Firepower zu verfügen, global auszurollen und die Fähigkeit zu R&D hat. Ist es wirklich die Talentfrage oder ist es nicht auch ein strukturelles Beispiel? Weiß Klaus, dass du ihm zitierst? Die anderen Kollegen von dem Fall. Nee, also es gibt, wie vieles von was Klaus sagt, es gibt sehr viel Wahres dran. Also es ist klar, dass die Zyklen sind unglaublich. Und es gab einen Spruch von Larry Page diese Woche, als er die Ergebnisse von Google vorstellte und es war wieder unglaublich und er sagt, not bad for a 13-year-old. Wenn man durchhält, vielleicht über diese 6-Jahres-Grenze, man erneut das Geschäftsmodell, das ist unglaublich rentabel. Man sieht das. Es gibt sicherlich Vorteile, also wir haben über diese Kapitalasymmetrie gesprochen mit Amerika. Das, wo die Amerikaner haben gewisse Vorteile, aber das muss nicht so sein. Es gibt auch extrem erfolgreiche europäische oder nicht-europäische Investoren,
VSD momentan investiert, extrem viel. Naspers in Südafrika, ein paar unglaublich gute Investments, Tencent etc. Also ich glaube, das muss nicht nur ein amerikanisches Spiel, aber dass es schnell geht und dass man aufmerksam sein muss, das ist klar. Herr Thunmann, wenn Sie mal auf Ihre Beteiligung drauf schauen, die Sie seit 1999, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht der Frage quasi, aber wenn Sie da mal drauf schauen, die Unternehmen, die Sie sozusagen im Internetbereich verkauft haben, wie viel Prozent sind davon heute noch am Markt tätig, also nicht konsolidiert, geschluckt, eingestellt oder geschlossen oder liquidiert? Ja, also ich würde sagen, schon noch die meisten, ja, weil wir achten ja schon darauf, dass wir Qualität verkaufen, und wenn dann manchmal halt ein Käufer dann das Unternehmen kaputt macht danach, dann ist es halt so, das ist so eine statistische Geschichte. Ja. Also eine Jamba gibt es jetzt nicht mehr unbedingt, aber eine Zahnungs beispielsweise unter dem Schirm von Axel Springer ist ein super erfolgreiches Unternehmen, und das sind eigentlich die meisten Fälle so. Es ist ja auch so, es hält sich schon irgendwo eine Waage. Also eine Daily Deal haben wir jetzt an Google verkauft, eine günstiger.de an Nextech, aber eine Hotel.de ist jetzt beispielsweise an HRS gegangen oder eine Raccoon an Media Saturn Holding. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Unternehmen nach Amerika verkauft werden, sondern es ist halt irgendwo ein Wettbewerb, und wer passt zu wem und wo gibt es auch, sag mal, Sympathien zwischen den Menschen halt. Ja, Sie sagen, die meisten aus der 12-jährigen Erfahrung sind eigentlich noch da. Mehr als die Hälfte. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall mehr als die Hälfte, die noch da sind. Ich wollte auch sagen, vielleicht ist Geduld wirklich die größte Waffe im Leben. Wenn ich zum Beispiel mit Venture Capitalists spreche, die an Skype oder Baidu beteiligt waren, also zum Beispiel Draper Fisher, ePlanet, die haben da so jeweils ungefähr 8 Millionen Dollar investiert und waren dann irgendwann vor Jahren, als sie den Exit gemacht haben, total stolz, dass sie da 300 Millionen Gewinn gemacht haben auf so ein 8 Millionen Investment. Ist ja nicht schlecht, aber wenn ich mich mit den Jungs heute unterhalte, sagen die, das war der größte Fehler ihres Lebens. Wenn sie heute noch drin wären, würden sie auf einem Value von 10 Milliarden sitzen. Ja? Also sie sagen im Grunde genommen, wenn sie dann einfach aufgehört hätten zu arbeiten, in Urlaub gefahren wären, gar nichts mehr gemacht hätten, Sabbatical, und nur einfach ihre Unternehmen hätten laufen lassen, wären sicherlich von 100 Unternehmen vielleicht 70 gestorben, aber 2 oder 3 wären heute so unglaublich wertvoll, dass sie eigentlich mit weniger Arbeit mehr erreicht hätten. Das ist das, was die Leute mir erzählen. Und das stimmt schon, dass halt sehr viel Volatilität, Nervosität, wenig Geduld, wenig langfristiges Denken in dem Sektor ist, weil halt auch der Tech- und Internetsektor so unpredictable ist. Ja. Ich meine, Android hat gerade mal 6 Quartale gebraucht, um auf einen Marktanteil von 40% zu kommen. Alle reden immer noch von Apple iOS. Hallo? Ja, also ich meine, da ist natürlich wahnsinnig Dampf in dem Kessel. Und es gibt aber große Internetunternehmen hier, auch nicht nur United Internet. Also Burda ist für mich auf dem Weg zum Internetunternehmen. Axel Springer hat heute 30% Anteil. Umsatzanteil am Internetunternehmen, die sagen halt, wir sind Verlage oder wir sind Medienunternehmen, das ist ein bisschen langweilig. Die sollten eigentlich sagen, hey, wir sind Internetunternehmen, und die müssten mehr transformierende Transaktionen machen, also sie müssen ein bisschen größer denken, mal, keine Ahnung, vielleicht ein großes Gaming-Unternehmen kaufen, eine Bitpoint, ja, oder eine Gameforge oder eine Crytek. Gaming ist zum Beispiel, das ist ja Virtual Reality Media und so, ja. Ja, die Zinsen sind gerade günstig, also man kann das auch fremdfinanzieren. Die Banken Geld geben, ganz sicher. Dieser zyklische Charakter, den Sie beschreiben, dass der Klaus Hommes das gesagt hat, der gilt ja auch für die großen amerikanischen Unternehmen. Wir sind ja auch alle immer noch unter dem Eindruck des ersten Internet-Bubbles, wo 1996, als ich anfing bei AOL, da dachten alle Leute, das Internet ist sowieso aufgeteilt, da gibt es Yahoo und Netscape, und was anderes brauchen wir eigentlich gar nicht. Spiegel sicher nicht und RTL auch nicht. Und Die werden demnächst den Content machen und Internet Access, das ist Commodity. So. Und alle dachten, es sei jetzt da aufgeteilt. Ja. Und Yahoo war innerhalb von no time verschwunden, als Google aufkam. Und AOL war 100 Milliarden wert, hat sich an Time Warner rangehängt. Heute noch 2. Und ist nirgendwo mehr. Ja. Und wenn Android Apple killen könnte vielleicht, ja, wissen wir, wie das weitergeht in den nächsten Quartalen, dann werden wir vielleicht in 3 Jahren hier sitzen und uns fragen, wie konnte man jemals glauben, dass dieses Unternehmen 400 Milliarden wert war. Ja. So könnte es auch in Amerika mit den Großen weitergehen, und insofern ist vielleicht aus Investorensicht schon verständlich, dass der sagt, wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann take a money run. Ja, aber die Unternehmer,
die dahinter stehen, ja, also der Larry Page oder wer auch immer die Gründer sind, die ticken, glaube ich, in Amerika schon anders, die sind eher am Durchhalten und wenn die diese unternehmerische Idee haben, scheinen die eher geneigt zu sein, sie auch länger durchzuhalten als Deutsche. Ich glaube auch, dass der Unterschied ist, wir haben ja öfters über BWLer gesprochen, dass die Gründerszene in Deutschland eher BWL getrieben ist und nicht so sehr Ingenieur und Informatik getrieben ist. Das scheint mir in den USA anders zu sein. Eine Frage mal an jetzt Sie als Zuhörer. Was denken Sie, wie ist die Verzinsung, Harvard hat es ausgerechnet, wie ist die Verzinsung auf Venture Capital? Was würden Sie schätzen? Wie viel Prozent Internal Rate of Return, also IRR, das ist eine Kennzahl, Verzinsung auf das eingesetzte Kapital, kriegen Sie im amerikanischen VC-Markt? Was schätzen Sie? Über alle Branchen, in welchem Zeitraum? Solange die Aufzeichnung läuft, über alle Vintages, die Jahre. Bitte mal nicht zu sagen, was ich mit dem finde. Was schätzen Sie? Geben Sie einfach mal eine Zahl. Die Flops mit eingerechnet. Komplett. Alles, was drin ist. Sie sind Investor, Sie haben einen VC-Fonds, gehen rein, legen dort Geld an, so meistens ab 1 Million Dollar. Was denken Sie? 5%. 5%. Über alle Branchen hinweg, Entschuldigung, defiziert VC über alle Jahre hinweg, -7. Und es gibt nur 5 Unternehmen, die konsequent in ihren Fonds höchste Performance haben. Und wenn Sie sich, und wir hatten dieses Thema eben schon mehrfach angesprochen, wenn Sie sich anschauen, wer tatsächlich die großen Gründungen immer gemacht hat, dann finden Sie immer die gleichen Namen vorne bei den Angel-Investoren. Das ist ein Peter Thiel, ein Marc Andreessen. Das sind Leute, die sozusagen in der Web-1.0-Zeit schon da waren, ihre Exits gemacht haben und früh dabei sind. Und es ist ein einfaches Spiel für einen Gründer, von oben nach unten zu gehen und wenn ich eine brillante Idee habe, zunächst bei Index Sequoia vorzusprechen und vielleicht noch 2, 3 anderen. Und dann sozusagen, wenn ich das nicht schaffe, gehe ich auf die schlechteren Fonds und die bringen in der Regel keine Rendite. Um Ihnen mal eine Größenordnung für PE zu geben, also PE Private Equity, Rendite pro Jahr in Amerika 17% IRR. Es ist viel einfacher, etwas Größeres zu kaufen und das skalieren zu lassen oder zusammenzulegen, zu restrukturieren, als wirklich vorne im Seed-Bereich entsprechend zu starten. Wenn man jetzt mal auf Deutschland drauf guckt oder auf Europa drauf guckt, und wir möchten das gerne alles ändern, dann ist meine Frage an Sie, was müssten wir noch stärker machen? Wie kommen wir nach vorne? Brauchen wir staatliche Förderungsprogramme? Brauchen wir mehr Kapital? Müssen wir an den Universitäten die Studenten dazu bringen, dass sie Informatik studieren, dass sie Ingenieurswissenschaften studieren? Was muss sich ändern und auch wo muss es sich ändern? Brauchen wir Berlin als neuen Zentral? Brauchen wir London? Wie bauen wir diese Internetwirtschaft so auf, dass sie, wie Marc Alhames gezeigt hat, vielleicht dem VW-Beispiel mal folgt und ein weltweiter größter Hersteller wird? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil es stimmt nicht, was Adam Burt eben gesagt hat, Silicon Valley sei ein tolles Modell, weil das ist ja kein Modell. Da hat ja nie einer vorher da gesessen und gesagt, ich baue jetzt Silicon Valley und da tue ich Stanford hin und da ist Hewlett Packard und hier sind die Kapitalisten. Ja? Sondern es hat sich so ergeben, glücklicherweise für Silicon Valley und für den amerikanischen Markt. Ähnlich hat sich das vielleicht mit der Autoindustrie hier entwickelt, mit den mittelständischen Unternehmen und Bosch und wie die alles zusammengearbeitet haben, dass dabei was Erfolgreiches rauskam. Aber da war kein Modell und keiner, der vorher gesessen hat und sich das ausgedacht hat. Und insofern glaube ich, erstens ist es schwierig, sowas staatlich zu fördern. Ich glaube auch, das haben wir bei einer längeren Diskussion über den Sommer diesen Jahr festgestellt an der Uni, dass es nicht staatlicher Förderprogramme bedarf. Ja, wenn die gute Idee da ist, dann finden sich auch Leute, die was finanzieren können. Oder man kann auch in London Geld finden, also die Verfügbarkeit von Kapital will ich für einen billigen Entschuldigungsgrund halten. Sondern man muss, glaube ich, beim Unternehmertum anfangen, wie ich eben schon gesagt habe, dass man schon in der Schulausbildung den Unternehmer nicht als den bösen Kapitalisten, der Arbeitnehmer ausbeutet, darstellt, sondern als eine wirklich valide Alternative für jeden Universitätsabgänger, vor allen Dingen in den technischen Berufen. Wenn ich bei meinen Studenten rumfrage, dann sagen die halt immer doch noch, ja, ich gehe lieber arbeiten für 50.000 Euro bei BMW, selbst wenn ich gut bin, ja, als dass ich 3, 5 Jahre möglicherweise dann vor dem Nichts stehe und auch noch mit dem Schlafsack unter dem Schreibtisch schlafen muss, die ganzen 5 Jahre. Okay, warte. Ja, der Unternehmertyp ist die eine Sache, aber ich glaube auch, dass der Unternehmertyp ja nicht allein die ganze Leistung stemmen kann. Und mein größtes
Problem, das ich sehe, selbst oder hausgemachtes Problem, ist, dass wir uns nach wie vor auch am Titel erkennbar immer noch als nationalstaatliche Konzepte verstehen. Also wenn wir sagen, es geht hier um die deutsche Internetindustrie gegen die US-Industrie, das kann ja gar nicht gut gehen. Wir sind einfach im Kräfteverhältnis von vornherein extrem benachteiligt und es gibt eine einfache Möglichkeit, das aufzulösen. Wenn wir von vornherein uns wirklich als Unternehmer in Europa sehen und dann aber auch nicht Halt machen davor, dass wir eben auch zu sehr frühen Zeitpunkten uns auf die Vielsprachigkeit einstellen, auf die kulturellen Differenzen und dass wir die Vorurteile, die im Kopf bestehen, also massiv hinterfragen. In meinem Segment, ich ernähre mal Haustiere, wurde mir dann einfach beim Internationalisieren gesagt, ja, in Polen werden doch alle Hunde sozusagen noch von Tischabfällen ernährt. Dann wurde gesagt, in Italien musst du 2 Pakete hinschicken, damit 1 ankommt. Und mir wird dann gesagt, dass die Russen sozusagen alle sozusagen nur mit vorgehaltener Waffe zu irgendetwas zu bringen sind. Das sind platte Stereotype, die alle nicht stimmen, und wir wären in der Lage, wenn wir die Türkei und Russland mit dazu zählen, von 800 Millionen europäischen Konsumenten zu sprechen, und wir wären durchaus in der Lage, eben auch einen Markt zu schaffen, der sich mit dem US-Markt und auch mit asiatischen Märkten absolut vergleichen kann. Wir machen es auch nicht. Aber wir müssen mit 16 verschiedenen Datenschützern schon allein in Deutschland fertig werden und mit einem Überweisungsverfahren, was leider nur in Deutschland funktioniert und nicht europaweit, und haben diverse solche Hürden, die halt Komplexität erzeugen, auch innerhalb von Europa. Nur sind eben die Eintrittsbarrieren auch nachher Barrieren, die für Nachfolger kommen. Und das kann ich aus unserem Segment sehr gut bestätigen. Wenn man da mal drin ist, wenn man der Marktführer ist, dann sitzt man da auch, ich will nicht sagen komfortabel drin, aber in einer sehr, sehr gut verteidigbaren Position. Das würde ich auch unterschreiben. Wir waren vor 3 Wochen bei Facebook und hatten dort hochrangige Gesprächspartner mit Vorstandsmitgliedern. Und das Vorstandsmitglied, was da war und das die meiste Zeit verwendet hat, war der Council, also der Geschäftsjustiziar, der mit uns als allererstes über den Datenschutz in Schleswig-Holstein gesprochen hat und überhaupt nicht in der Lage war, das Wort Schleswig-Holstein richtig auszusprechen. Aber es war relativ klar, dass es ein großes Thema ist, und auch Herr Mahler, der das Hause Google vertritt, mir immer wieder sagt, er muss hier in Deutschland extrem viel für den Datenschutz tun, als Anforderung, das verstehe ich aus dem Hause Google, dass das so ist bei Ihnen, um den Anforderungen zu genügen. Ich würde gerne nochmal eine Frage an Herrn Tümmler stellen. Herr Tümmler, wenn Sie heute gucken auf die Internetszene in Europa, gibt es irgendwie einen Platz, gibt es mehrere Plätze, wo Sie sagen, wo sollte Internet entstehen? In Berlin gibt es im Moment so einen unglaublichen Zuzug. Die ganzen VCs sind da, die amerikanischen VCs sind da. Es gibt Techniker, die kommen aus ganz Europa dahin, arbeiten für 1700 Euro. Kosten, die man eigentlich so normalerweise hier in München in Faktor 2 oder 3 ansetzen muss. Für einen hochqualifizierten Ingenieur, gibt es solche Cluster, die jetzt entstehen, und das beobachten Sie da? Ja, also Berlin ist definitiv die Internethauptstadt von Europa geworden, das ist heute so. Also wir haben ein Berlin Valley, ich glaube, das ist sogar statistisch belegt, dass Berlin pro Jahr die zweithöchste Anzahl an Internet-Startups produziert nach Silicon Valley. Und wenn man sich dort das Ecosystem anguckt, dann ist das vielleicht ähnlich, am ähnlichsten mit Silicon Valley, es hat aber einen Time-Lag, also es ist natürlich hinten dran, vielleicht gibt es einen Aufholeffekt irgendwo, aber es ist natürlich noch ein echter Time-Lag dazwischen. Und vor 10 Jahren war das halt UK Scandinavia, da gab es sehr viel in London, heute ist nach wie vor die VC, Private Equity Industrie in London angesiedelt, also es gibt eigentlich gar nicht so viele VCs, die jetzt irgendwie mit Sack und Maus nach Berlin gezogen sind, die kommen so 2-3 Mal im Jahr für eine Party im Soho-Haus vorbei vielleicht. Aber da kann sich noch wesentlich mehr tun. Die Kosten steigen aber auch da und die Ressourcen werden knapp. Also ich meine, wenn man sich die Immobilienpreise in Berlin anguckt, die sich verdoppeln oder auch die Anfangsgehälter, dann gibt es gar nicht so viele Weißrussen, Ukrainer, Programmierer, die man importieren kann mehr. Die Polen sind auch teurer geworden, also ich sag mal, irgendwo haben wir da natürlich auch einen gewissen Effekt, ja. Aber dennoch würde ich sagen, also wenn man heute in Europa was machen will, muss man in Berlin sein. Die Gründer, die in Berlin sind, die kommen eigentlich, glaube ich, den Gründerfehlern nach dem Krieg irgendwo intuitiv nach.
indem sie halt sagen, naja, klar, wir hätten gerne einen europäischen Binnenmarkt mit einer Sprache, einer Währung, keinen Barrieren. So, wir wissen ja alle, wie schwierig das ist und es wird wahrscheinlich noch eine Generation und mindestens einen großen Finanzcrash dauern, bis wir da hinkommen. Die sagen aber gar nicht, wir müssen jetzt in jedem Land in Europa sein. Die düsen nach Brasilien, nach Indien, nach China, beteiligen sich dort, gründen sich dort, die sind total global. Und ich glaube, das ist ja das, was Deutschland zum Exportweltmeister gemacht hat. Ja, also, weiß nicht, unsere Gründer, unsere Väter oder Opas, die sind anscheinend auch in der ganzen Welt rumgedüst und haben da irgendwas exportiert. Und das machen, das merkt man ganz klar, dass das in Berlin halt der Trend ist. Ja. Und das finde ich ziemlich ermutigend und eigentlich genau den richtigen Spirit. Adam, gibt es noch weitere Städte aus deiner Sicht in Europa? Wie Barcelona passiert vielleicht gerade ziemlich viel, in London. Was siehst du noch? Ich würde auf, also man merkt das ein bisschen überall, also sogar in Moskau, es gibt eine relativ interessante Gründerszene momentan. Also ich war involviert in London, also wo die haben diese Tech-City-Initiative unter die Leitung von David Cameron. Also ich bin kein großer Fan, also ich bin bei Conrad, also es ist sehr schwer, das staatlich zu organisieren, aber wie die Engländer das machen, ist schon beeindruckend. Also die haben Ost-London genommen, also die relativ billig war. Das ist auch die Standort, wo Olympia stattfinden wird nächstes Jahr. Und die haben einfach gesagt, es gab 170 Internetunternehmen da in der Gegend. Und die haben gesagt, was können wir machen, um das noch mehr rauszuholen? Das ist das Konzept. Die haben sehr früh große Internetunternehmen wie Google und Facebook dazu gewonnen. Google und Facebook bauen R&D-Zentren da, die bauen ein richtiges Netzwerk da draußen. Es ist ein bisschen mehr strukturiert, wahrscheinlich als Silicon Valley zur Zeit von Hewlett Packard war. Aber das funktioniert. Und es gab da, also wenn wir haben die Interviews gemacht mit den Unternehmen, es gab ganz, ganz konkrete Fragen an Cameron damals, was er machen muss, um die Regulation zu ändern. Und das machen die. Und die ändern das, die versuchen das ein bisschen zu erleichtern. Und ich würde sagen, das ist Light-Touch staatliche Unterstützung und ich bin relativ zuversichtlich, dass das hilft. Und vor allem, wie Andreas sagte, ist, die profitieren davon, die Kapital ist da. Ist einfach da, physisch, das hilft also und viele VCs haben auch da mitgemacht vom Anfang an. Also eigentlich, mal das mal so festhält in der Diskussion, Engpass im VC-Kapital in Europa? Nein, eigentlich das Thema. Ich würde gerne einen Punkt aufnehmen, dem Stefan Groselek so wichtig, weil er heute nicht hier ist, aber ich habe versprochen, das Thema zu sensibilisieren. Dr. Papp, wir hatten eben über den Datenschutz gesprochen und ich würde gerne, Adam, du hast auch über Regulatory gesprochen, ich würde gerne 2 Minuten verwenden, nochmal über dieses Thema zu sprechen. Wenn man sich anschaut, wie Firmen in Europa, haben wir einen strukturellen Nachteil in Deutschland, in Frankreich und anderen Ländern, weil wir einen sehr strengen Datenschutz haben. Und Unternehmen, die aus Amerika kommen, sich in der Regel in Irland ansetzen. Ich vermute, Herr Mahler, sind Sie mit Google in Deutschland oder wo stehen Ihre Server? Welches Ursprungsland haben Sie sozusagen? Irland? Die Server stehen in mehreren Standorten. Aber das Datenschutz liegt bei Ihnen sozusagen aus Irland. Wir werden immer mit dem jeweils lokalen Recht im Datenschutz einhergehen. Das ist eine sehr nett politische Antwort. Ich darf das Beispiel mal ganz kurz machen, am Beispiel LinkedIn und Xing. Xing muss sich den deutschen Datenschutz unterwerfen. Ich empfehle jedem von Ihnen, einmal einen Account anzulegen in Ihrer Firma mit einem falschen Namen. Also wenn Sie jetzt für die Firma Tomorrow Focus arbeiten, geben Sie sich mal einen Fantasienamen in Ihrem E-Mail-System und melden sich einmal bei LinkedIn an und einmal bei Xing. Dann werden Sie feststellen, dass die Vorschläge, die aus der LinkedIn-Maschine herauskommen, so präzise in Ihrem Unternehmen Mitarbeiter identifiziert haben und gespeichert haben, die nicht Mitglied bei LinkedIn sind. Das ist atemberaubend. Man nennt das Schattennetze und diese Schattennetze werden auch von vielen Unternehmen angelegt. Auch Google wurde im Congressional Hearing stark angegriffen, genau wegen diesem Ding, dass Google riesige Datennetze pflegt, die als Schattennetze hinterlegt sind. Und Beispiel war Yelp in der Befragung, die Google gebeten hatten, kein Content von Yelp zu verwenden.
Und Google hatte, Yelp hatte dann ein Beispiel einer Hotelbewertung eines Restaurants so komische Fantasienamen benannt, die sie nie versetzen, benutzen würden. Also stellen Sie sich vor, die rot-grün-blau-lila-farbene Wand. Und stellen Sie sich vor, als man bei Google eingegeben hat, genau dieses Wort kam nicht Yelp, sondern kam Google Places, mit genau diesem Restaurant, was man gefunden hat, ist eine Schattennetzanwendung. Haben wir eigentlich einen strukturellen, wenn man sich das anschaut, das sind so viele Daten, wir reden über Daten, die diese Firmen haben, wir reden über Matching, Sie haben vorhin gesprochen über Werbung, wie wichtig das ist, Online-Werbung zu treffen. Wenn wir hier Firmen aufbauen, ist ja zielgenaue Werbung auch wichtig. Haben wir eigentlich einen strukturellen Nachteil, dass wir dieses strengste Datenschutzgesetz der Welt haben und die amerikanischen Wettbewerber aus Irland reinkommen können? Ja, zumal ja auch immer noch die Barrieren im Kopf dazugehören. Also es gibt nach wie vor bei den Europäern noch ein bestimmtes Bedürfnis nach Privatsphäre, mich eingeschlossen. Ich bin weder bei Facebook noch bei Xing und ich bin damit wahrscheinlich je nachdem entweder fossil oder exot, je nachdem wie man sehen mag. Aber ich glaube, es ist nicht der Datenschutz allein oder das regulatorische Umfeld, das ist wirklich eine Mentalitätsfrage. Aber es ist der Punkt von Herrn Rosellberg ist natürlich absolut nachvollziehbar. Das ist kein Level Playing Field. So geht das eben nicht. Unternehmen, die sozusagen eigentlich alles machen, ob sie es dürfen oder nicht, versus Unternehmen, die hier dann doch mit eben diversen Bremsen arbeiten. Adam, ist Google dein Kunde oder darf ich eine Frage zu Google stellen? Ich kann das nicht kommentieren. Das würde ich entschuldigen. Das hätte ich wissen sollen. Die Frage, die ich an dich habe, ist Google eigentlich zu groß? Ist Google eigentlich nicht so stark im Gesamtnetzwerk, dass Google eigentlich, wenn ich die journalistischen Forderungen im Moment immer mehr sehe, auch in der Zeit und anderen Medien, zerschlagen werden muss und die Suche, ähnlich wie die Telcos, neutral gestellt werden muss, dass Google nicht eigene Produkte immer nach oben fährt? Ist Google nicht viel zu dominant geworden, um wirklich Vielfalt in Entwicklungen zuzulassen? Das ist wahrscheinlich, da brauchen wir wahrscheinlich noch 3 Stunden, aber ich glaube, das ist immer gefährlich, einfach die Größe, jedes Mal, dass jemand wird angegriffen für Größe in diesem dynamischen Bereich, das ist kurz vor die nach oben gehen. Also es ist genau die gleiche Debatte mit IBM vor 15 Jahren. Alle haben gedacht, ja, Mainframe-Computers, die dominieren. Was denn jetzt reden wir von die Death of the PC. Das gleiche mit Microsoft. Also, und wir müssen nicht vergessen, und das war, ich glaube, der Punkt von Konrad vorher, wir sind in die dritte Generation von Social Networking. Man hatte Friendster, man hatte MySpace und jetzt ist Facebook. Also es gibt sicherlich jemand, dass die große Gefahr für Google ist wahrscheinlich der nächste Sergey Brin und der nächste Larry Page. Es gibt eine Zeit, ja klar, die werden maximale Profits rausziehen von einer gut erarbeiteten Competitive Position, aber ob die ein Recht drauf haben die ganze Zeit, das glaube ich nicht. Das ist eine viel, viel dynamische Umwelt. Aber ich möchte damit auch die Möglichkeit geben zu fragen, wenn jemand Fragen hat, bitte. Sie können, ja, bitte. Okay. Herr Sattlaner, Rechneragentur AFP. Wir sind ja auf den Medientagen. Ich bin eigentlich sehr interessiert an Innovationen im Medienbereich im engeren Sinne. Sie haben jetzt die ganze Zeit Investitionsstrategien diskutiert und das Umfeld für Investitionsentscheidungen. Und eine Strategie war halt, erfolgreiche Modelle aus den USA schnell zu kopieren. Mich interessiert als jemand aus dem klassischen Medienbereich, was gibt es momentan an interessanten Innovationen in Amerika, die uns als nächstes hier wahnsinnig viel. Wir sitzen wahrscheinlich 2 Wochen hier. Sag mal, als deutsches Unternehmen oder Medienunternehmen oder wenn man jetzt in Ihrem Sektor ist, muss man natürlich irgendwo auch in Hotspots sein, also wo junge Leute, innovative Leute halt sind. Ja, weil Medienthema ist ja was für die jungen Leute. Also ich weiß nicht, mein 7-Jähriger hat schon ein iPad und wahrscheinlich geht es hier vielen anderen auch so. Und dementsprechend hilft es uns nichts, wenn wir jetzt nur in die Forschungsabteilung der Industriekonzerne gucken oder an die Universitäten. Also ich finde jetzt einen 25-Jährigen, der an der Uni studiert, auch schon teilweise schon wieder ein bisschen zu alt, sondern man muss natürlich auch gucken, was machen die jungen Leute.
Und die kommen halt nicht zu ihnen, die müssen zu denen gehen. Und da sind halt solche Hotspots wie Berlin oder East London oder so halt gut. Da muss man sich halt bewegen und physisch auch sein oder mit seinen Leuten sein. So machen wir das quasi auch. Ja. Also, und dann kriegt man natürlich mit, was sind die neuesten Trends. Und das muss man konsequent tun. Eine konkrete Nachfrage. Gerade in meinem anderen Panel wurde von der Geschäftsführerin von Bild.de als nächste Stufe nach iPhone, iPad, das Smart TV, wofür man Inhalte entwickelt, genannt. Spielt das in Amerika schon in der Lebenswirklichkeit eine stärkere Rolle? Also zu Ihrer Frage, also es gibt, wir reden sehr viel über Steve Jobs, die letzten zwei Wochen leider, und eine Legacy von Steve Jobs, also ist, dass Steve Jobs hat zumindest einen Weg gezeigt, dass die Leute für Content bezahlen. Also wir haben wir machen eine ständige Recherche, das nennt sich iConsumer, über wie Leute digitale Devices nutzen und was machen die damit. Und wir merken jetzt, dass Leute, die haben iPhones und iPads, und übrigens, das geht nicht für andere Art von Smartphones oder andere Art von Tablets, sind zwei bis viermal tendenziell, die kaufen Content. Also ich glaube, das ist eine leichte Änderung, dass wir sehen jetzt, also man muss nicht vergessen, das iPad ist nur 4% Penetration hier in Deutschland und ein bisschen höher in Amerika, aber trotzdem diese Tendenz, ein bisschen dafür für Content zu zahlen, das ändert sich leicht. Sie haben gefragt über Presse. Wir haben jetzt die frühe Andeutung, dass es gibt eine Art Paid-Modell, das könnte funktionieren für Zeitungen, für eine bestimmte Art von Zeitungen. Die New York Times Paid-Modell läuft sehr gut. Das hat sogar die Trend nach unten von der Print-Version von der New York Times ein bisschen gestoppt. Wall Street Journal, Financial Times verdienen gutes Geld mit Paid-Content-Modellen. Also das ist nicht ein, das wird nicht die gesamte Industrie transformieren, aber zum ersten Mal, wir merken, dass die Leute sind bereit dafür. Und natürlich, es gibt viele neue Konzepte, Flipboard und so weiter, die aus Amerika kommen, die sehr interessant sind. Also ich bin ein bisschen bei Andreas Thümmler, also es gibt, man muss das sehr, sehr nah beobachten, aber das bewegt sich sehr, sehr schnell auch im Medienbereich. Herr Professor Lewis? Ich glaube auch nicht, dass man da immer nur nach USA gucken muss. Da ist auch Europa und auch Deutschland sehr innovativ. Es gibt ja auch Medienmärkte, die stark abgeschottet sind. Der Fernsehmarkt zum Beispiel, wo ich tätig bin, da gibt es Technologien, die sind ja oft nach Nationen separat, beziehungsweise entwickeln sich aus Europa heraus vielleicht sogar mit einer Marktmacht. Da ist, glaube ich, im Medienbereich nicht immer der Imperativ aus den USA, dort sich was abzuschauen. Da gibt es auch hier im näheren Umfeld spannende Sachen. Vielleicht sollte man dazu erwähnen, dass zum Beispiel hier am Standort München die Stadtwerke München bis 2014 400 Millionen Euro investieren werden, um innerhalb des mittleren Rings alle Haushalte an das Breitbandnetz anzuschließen mit 100 Mbit. Und auf Ihre Frage des Hybrid-TVs oder Smart-TVs können Sie davon aus, ich war ganz überrascht, ich habe jetzt angerufen, habe gefragt, kann ich so einen Anschluss bekommen, und stellen Sie sich vor, das ist kostenlos. Die buddeln ihn, anders als beim Gas, wo sie 5.000 Euro bezahlen, wenn sie einen Anschluss haben wollen, die legen ihnen das ins Haus, sie müssen natürlich einen Servicevertrag abschließen. Aber wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren auf dem Thema Smart TV hier in Europa, hier in Deutschland mit riesen strukturellen Infrastrukturinvestitionen, die erfolgen, einen wirklichen Wandel haben, weil wir sehr, sehr schnelles Internet in unsere Haushalte hineinbekommen. Ja, und man sollte auch nicht unterschätzen, da ist nicht nur entscheidend die Mediennutzung der 15- bis 25-Jährigen. Fernsehen ist nun mal definitiv kein Medium, was den Alten sozusagen uninteressant erscheint, ganz im Gegenteil. Und auch dort sind das Nutzerverhalten noch veränderbar. Denken Sie an den Kindle, ein Produkt mit null Sex-Appeal, aber mit extremem Erfolg. Wenn Sie das hinlegen und Sie legen es einem 15-Jährigen hin und schaut dir das an, ungefähr 3 Sekunden, schiebt es dann weg. Trotzdem hat es Amazon geschafft, binnen nur 2 Jahren mit diesem Format den Buch Verkaufserfolg der letzten 12 Jahre im stationären Bereich zu replizieren oder einzuholen. Deswegen, bei allem Respekt sozusagen vor der Hippenkultur in Berlin, ich glaube, das ist dort auch nur ein Ausschnitt der Gesellschaft und wir sollten etwas breitbandiger suchen nach Trends. Weitere Fragen? Ich möchte noch was fragen.
Immer, gern. Adam war gefragt, etwas mehr rumkommen sollte als ich. Wir hatten eben diskutiert, wie man staatlich vielleicht noch was tun kann oder was man tun kann, um Industrien anzusiedeln und um unternehmerische Tätigkeiten zu fördern. Was mir auffällt, ist, dass die Israelis, obwohl sie keine freundlichen Nachbarn haben und keinen großen Heimatmarkt haben, trotzdem irgendwie schaffen, sehr innovativ zu sein, Venture Capital aufzutreiben und auch aus Israel heraus, obwohl sie geografisch ja auch nicht so toll gelegen sind, erfolgreiche Dinge zu machen. Gibt es da nicht irgendwas, was du gesehen hast, was die richtig machen? Sehr guter Punkt, Konrad. Also Israel ist ein bisschen besonders. Also die haben auf jeden Fall diese erste Komponente, die ich angesprochen habe mit Silicon Valley. Die Talent ist unglaublich da. Denn die hatten einen Zufluss von der ehemaligen Sowjetunion, von Ingenieuren, jüdischer Abstamm nach der Trennung. Und das ist eine unglaubliche. Und dann die hatten ein paar Erfolge. Also Leute wie Yossi Wadi, der hat ICQ gegründet, kennst du wahrscheinlich. Und Yossi, einer von den lustigsten Leuten, die man kennenlernen kann, das ist so ein Nebensatz, aber er hat jetzt investiert in, ich glaube, das haben jetzt 60 unterschiedliche Unternehmen, also 50 sind in Israel. Also es hat sich zusammengebaut. Ich glaube nicht, dass es war so staatlich, wie vielleicht, was ich beschrieben habe in London, aber das ist auf jeden Fall ein hohes Momentum da. Der Grund, warum in Israel auch so viele Engineers sind, liegt daran, dass sehr viele von den Talenten in der Armee 3 Jahre lang dort in Hightech-Einheiten arbeiten. Und dass, wenn Sie sich die CVs angucken, und wir sind in der nächsten Woche von DLD, ist eine Marke von Burda, DLD-Veranstaltung, als Kongress in Israel mit 150 Teilnehmern in Israel, dann haben davon mehr als die Hälfte in Eliteeinheiten der israelischen Armee Technologie gelernt. Und wir wissen ja alle, nach dem Ausfall der iranischen Atomschleudern, die es dort Zentrifugen, dass hier mit Technologie gearbeitet wurde. Und das spielt für die Israelis eine riesige Rolle. Und dann kommt natürlich das Netzwerk, das transatlantische Netzwerk Silicon Valley, sind sehr viel erfolgreiche VCs, haben einen jüdischen Background und haben auch eine Verpflichtung gegenüber Israel und die erfüllen sie natürlich auch, indem sie Geld investieren in Israel und gute Dinge entsprechend entwickeln lassen. Also Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, wenn Sie das fordern sollen. Ich hoffe nicht, dass ihr in eine Situation hineinkommt wie Israel. Weitere Fragen? Dann möchte ich zum Schluss nochmal ganz punktuiert auf einen Punkt eingehen. Wenn jeder von Ihnen 3 Möglichkeiten hätte, stellen Sie sich vor, Sie sind der liebe Gott. Und wir möchten in 20 Jahren gleichziehen mit Amerika. Und ich nehme Ihren Punkt, Herr Dr. Papp, gerne auf. Nicht unter einem deutschen Dachgedanke, sondern unter einem europäischen. Wenn Sie 3 Dinge verändern würden, was würde jeder von Ihnen verändern, damit wir in 20 Jahren aufgeholt haben? Herr Tümmler, vielleicht fangen Sie an. Good luck. Also mir fällt erstmal nur ein relevantes Thema ein. Ich würde einfach mal so irgendwie 20.000 oder 30.000 Milliarden Euro drucken und die in das System reingeben, damit mehr Liquidität da ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Heißt das für Sie, Sie würden viel mehr Liquidität in das Technologiesystem hineinbringen? Ja, nicht nur. Also Solar, Wind, alles ist ja egal. Ja. Also das Geld natürlich dann ausgeben und also Sie sagen, der Staat soll ordentlich drucken, die EZB kauft an, das wird investiert und damit kriegen wir schon einen ordentlichen Bubble und dann funktioniert das. Naja, die Amerikaner haben 30 Jahre lang gedruckt wie die Weltmeister und machen irgendwie jedes Jahr 2.000, 3.000 neue Milliarden. Also da hinten wir auch hinterher. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist okay. Aber gibt es sonst noch 2 andere Sachen, von denen Sie sagen würden, wenn wir die in den nächsten 20 Jahren, die Landscape wirklich gleichziehen wollen, was sie ändern wird? Ja, man müsste so vieles gleichzeitig ändern. Ich glaube, dass sich die Dinge schon ändern und dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Und einfach vieles Gutes von dem, was jetzt schon läuft und angestoßen ist, einfach auch weitermachen müssen. Und vielleicht ein bisschen mehr auch auf die Geschichte gucken und sagen, so unsere Väter oder unsere Großväter, gerade hier in Deutschland, sind auch Exportweltmeister geworden.
wie haben die das gemacht, und man muss halt einfach viel in der Welt rumdüsen und mutig sein und sich nicht nur auf ein Land oder eine Region wie Europa beschränken, sondern wirklich halt global denken. Ne? Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Adam, 3 points. Also, ich würde sagen, auf der Infrastrukturseite, ich würde mich wünschen, die allerbeste Breitband der Welt. So schnell wie möglich. Schneller als möglich. Kriegen wir das nicht, Adam? Bitte? Kriegen wir das nicht mit dem Ausbau der Glasfasernetze? Schauen wir mal, aber noch schneller. Also ich bitte, lieber Gott, Stefan. Also, okay. Also und das wäre das Erste. Ich würde sagen, zweitens, also ich komme auf den Punkt von Konrad, und da bin ich komplett einverstanden, weil ich der liebe Gott bin. Ich würde die ganze, vor allem die, nicht nur die deutsche, aber die europäische Mentalität ändern. Also it's not bad to fail. Und diese Risikobereitschaft, wir haben einfach nicht die Risikoprofile in Europa. Und das ist einfach schade. Und der dritte Punkt ist, ich würde was machen, dass die Amerikaner, das kann ich sagen als Amerikaner, ich würde die, also Digital Europe unglaublich vermarkten. Unglaublich vermarkten. Sell, 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 baby. Und das wäre der dritte Punkt. Genau. Ja, dann fange ich jetzt mal mit dem Punkt an, der den Herren aus der Medienindustrie vielleicht gar nicht so schwer fallen sollte. Wir sollten die Synchronisation von Filmen verbieten. Ich kenne Geografien, da wird jeder Film in fremder Sprache gar nicht erst in Kinos zugelassen. Wir machen den umgekehrten Fehler. Alles, was wir hier zeigen wir zwar als Kulturimport, aber wir verdeutschen es. Ich verstehe weder den Witz dahinter, noch sehe ich irgendwie irgendeine Art von Mehrwert, die daraus entsteht, außer Convenience für den User. Ich sehe aber die massiven Nachteile, dass wir letzten Endes unser Sprachenproblem in Europa einfach nochmal massiv vertiefen. Man braucht sich Skandinavien nur anschauen, man braucht sich bloß die Niederlande ansehen, wie wertvoll es ist, auf Synchronisation zu verzichten. Eine zweite Geschichte, auch ganz einfach, wir müssten Wi-Fis, die privat betrieben werden, offen lassen. Aber wenn man das hier macht, dann steht man scheinbar mit einem halben Bein irgendwie unter Verdächtigungen und möglicherweise in irgendwelchen Missbrauchsfällen dann auch mit in der Haftung drinnen. Ich brauche kein 10 oder 100 Mbit Glasfasernetz aufbauen, was dann sozusagen in jeder Wohnung in irgendeinem fest zugenagelten Wi-Fi endet. Das ist unsinnig. Es gibt bestimmte Regionen in Europa, da kriege ich mit viel weniger Aufwand viel bessere Internetzugänge, einfach nur dadurch, dass dort jedes Café, jedes Restaurant ein Wi-Fi hat, was selbstverständlich offen ist. Ich weiß nicht, warum wir es uns an mancher Stelle wirklich so wahnsinnig schwer machen. Und der dritte Wunsch wäre, und der geht in Richtung Telekommunikationsindustrie, dass wir tatsächlich es schaffen, Roaming innerhalb von Europa einfach hinter uns zu lassen. Das ist auch so ein Unsinn. Gut, ein bisschen aus meiner Branche bezogen. Ich würde mir wünschen, weil es ging ja vor um den Ressourcenvergleich, dass eben eine höhere Zahlungsbereitschaft für Bildung auch vorherrscht und dass jetzt nicht so Diskussionen im Zuge der Studiengebühren, da kann man auch denken, was man will, aber irgendwie zeigt es doch auch, dass sozusagen das ja ein Gut ist, und wenn eine Erwartung ist, dass es komplett kostenlos ist, dann hat es natürlich einen gewissen Einfluss auf welche Ressourcen wir haben. Das war jetzt mal darauf bezogen. Das Zweite ist, bezogen auf Berlin, klar würde ich mir wünschen, dass in München die Quadratmetermieten 5 Euro und nicht 15 Euro betragen würden. Das würde ich dann lieber Gott machen. Und das Dritte ist, ich möchte doch ein bisschen widersprechen, jetzt war dauernd so, in Deutschland gibt es keine Unternehmenskultur, die sind alle so vorsichtig und trauen sich nichts. Und ich glaube das nicht. Meine persönliche Wahrnehmung ist, nein, so ist es nicht, zumindest nicht in der Generation, die ich BWLer sehe, klar ein Ausschnitt der Bevölkerung. Vielleicht gibt es noch kulturell die German Angst, aber die ist nicht unbedingt hinderlich, wenn man unternehmerisch tätig ist, denn vielleicht überlegt man sich die Dinge doch dreimal und deshalb ist man kein schlechterer Unternehmer. Das war jetzt kein Wunsch, sondern es war einfach ein Statement. Ich würde nur einen Punkt noch hinzufügen, der sehr pragmatisch und kurzfristig gedacht ist, dass irgendjemandem was Gutes einfällt, dass Europa zusammenbleibt und nicht über die Euro-Krise jetzt zunehmend irgendwie Zerfalltendenzen da reinkommen und dann noch ein viel fragmentierterer Markt da ist, sondern dass die Integration von Europa weiter voranschreitet und jetzt in der Euro-Krise nicht in Stocken gerät. Damit möchte ich
die schwierige Aufgabe übernehmen, wenn ich die Diskussion der letzten 75 Minuten mal Revue passieren lasse und einfach versuche, aus meiner Sicht die wichtigen Punkte noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben heute gehört, dass die Situation überhaupt nicht so schlecht ist. Wir haben eine Vielzahl an Internetunternehmen, die in Europa entstanden sind und die auch in Europa Traction bekommen. Wir haben junge Gründer, das Beispiel WHU mit über 90%, und da hat sicherlich Olli Samba, der hier mit Rocket Internet und vielen anderen Dingen vielleicht auch einen zwielichtigen Ruf, aber einen an der Stelle sehr guten Ruf auch hat, nämlich junge Leute in die Unternehmertum heranzubringen und dort auch für zu stehen, eine Leistung gebracht. Dass an den Universitäten, Martin, du hast auch gesagt, viele junge Leute sind, die unternehmerisch arbeiten wollen und die da entsprechend Gas geben. Und weil die Ausbildungsgänge früher fertig sind, wir auch Leute früher ins Berufsleben lassen und vielleicht eher eine Chance to fail entsprechend auch haben. Wir haben gesehen, dass wir auf der infrastrukturellen Seite zwar Herausforderungen haben mit dem Thema Datenschutz, aber ich fand das auch ein gutes Beispiel, das ist auch eine Markteintrittsbarriere, wenn man das sozusagen lässt. Trotzdem denke ich auch, diese Wettbewerbsverzerrung, die an der Stelle entsteht, wenn Wettbewerber nicht gleiche Spielregeln in diesem Land haben, wird in den nächsten 24 Monaten korrigiert. Da bin ich sehr, sehr optimistisch aufgrund der Gespräche, die wir an der Stelle entsprechend führen und in Europa eine etwas stärkere Nivellierung auch entsprechend stattfindet. Die Diskussion Google oder nicht, das war die Frage, übernehmen uns Google. Adam, ich glaube, du hast ziemlich klar gemacht, dass auch Google Paranoia ist. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, im Silicon Valley ist a lot of Paranoia. Wir sehen, wenn Sie sich dem Manager-Magazin zu Google durchlesen, der im letzten Manager-Magazin gestand, dass Serge Brin ein Bild aufgehangen hat am Haupteingang in Mountain View, in dem ein Schiff im Sturm ist, was kurz vor den Klippen ist, als Warnung für alle Google-Mitarbeiter, dass Facebook Google killen kann. Sie müssen wissen, die Nutzungszeit in Nordamerika von Facebook ist jetzt 25% der gesamten Internetzeit. Und sollte Facebook mit Microsoft eine Suche installieren, jetzt auf der Facebook-Plattform für diesen Moment keine Anzeichen gibt, könnte das Google-Geschäftsmodell vielleicht viel schneller ins Wanken kommen, als wir das gesagt haben, also Innovation Drives. Unternehmer sind, glaube ich, wichtig in diesem Land. Wir müssen unternehmerisch anders denken, ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen mutig sein und die Lehrstühle, Martin, wenn man drauf schaut, auch wenn wir heute sehr unternehmerisch ausbilden, mein Wunsch wäre es, dass wir in Amerika mehr Lehrstühle bekommen, wie in Harvard und Stanford, die sich mit VC beschäftigen. Es gibt in Harvard einen speziellen VC-Lehrstuhl, der sich darum kümmert, wie funktioniert diese Industrie, wie kriegen wir Geld zusammen, um das zu entsprechend finanzieren, und die Lehrstühle für Unternehmertum. In Harvard und in Stanford gibt es eigene Lehrstühle für Unternehmertum. Ich glaube, das gibt es nicht bei euch an der LMU, aber es gibt, glaube ich, ähnliche Konzepte an anderen. Also ein Kollege von uns macht das, okay. Das gibt es schon, aber das müsste man wahrscheinlich flächendeckend auch anbieten, um das Unternehmertum entsprechend zu fördern. Und wenn das funktioniert, dann wird auch Herr Tümmler nicht mehr als Mr. Sellout Germany durch die Gegend gehen, sondern dann werden wir viele Transaktionen hier in Europa machen. Das tun Sie ja heute schon, dass sozusagen Unternehmen in Deutschland, in Europa, europäische Champions aufbauen, wie wir das am Beispiel Zooplus gesehen haben und anderen großen Beispielen, die heute genannt wurden. Und ich glaube, das gibt eine ganze Menge Hoffnung. Die Beispiele, die Marc Alhammes vorhin gezeigt haben, zeigen ganz klar, wenn wir uns entschieden haben, aufzustehen und eine Industrie zu bauen, dann haben wir das in den letzten 50 Jahren immer wieder geschafft. Und ich glaube, die Beispiele waren ja auch, was haben unsere Eltern und Großeltern gemacht, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine zerstörte Industriebasis hatten. Deutschland ist heute mit den Schweizern zusammen, mit französischen Unternehmen, Weltmarktführer im Maschinenbau. Wir sind im Automobilbereich unheimlich stark. Wenn das gut läuft, werden wir große amerikanische, auch asiatische Wettbewerber ablösen, wie VW das entsprechend vorhat. Wir können das, wenn wir uns entsprechend entscheiden, und die strukturellen Voraussetzungen nach unserer Diskussion heute sind dafür auch entsprechend gut. In diesem Sinne möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, vor allem bei meinen Panelisten, dass Sie da waren, und Ihnen auf jeden Fall, dass Sie geblieben sind, und lassen Sie uns Gas geben. Die Chancen sind groß. Vielen Dank.